Hallo, ihr lieben Menschen. Sind sie wirklich lieb? Bist du dir sicher? Das habe ich, bevor ich die Aufnahme begonnen habe und mir diese Begrüßung überlegt habe, auch gefragt. Aber egal, nun machen wir... Was tust du da? Helfe! Wir gehen jetzt in die Katakomben. In die Katakomben? Oh, wie mystisch. Hier gibt's zwei Welten und dann noch, ja, dann da vorne halt, es gibt, ja, egal. Hier wohnen dunkle Gestalten wie ich. Da ist zumindest die Zeit aus der Welt und zwei Welten, wie gesagt. Wollen wir da rein? Ja klar, wollen wir da rein. Ah ja, sofort. Komm mal her, ich sehe, wie wir das machen. Wir werden nicht den Haupteingang nehmen. Okay, ich komm zu dir. Wir werden nicht den Haupteingang nehmen, weil das unlustig ist. Alles an diesem Let's Play ist unlustig. Vielleicht ist es für die Zuschauer lustig, aber für uns ist es geistige Folterung. Auf hohem Niveau. Okay, was tun wir jetzt? Machen wir wieder David Lynch. Erstmal den Kumpel töten. Du wartest kurz, bitte. Ja, Münzen. Oh. Professionell. Na, mach das mal auch grad. Ja, lass mich mal ran hier. Sehr gut. Ja. Und jetzt nicht... Mach das, was ich tue. Okay. Was? Rufen. Ja, was ist? Was tust du da? Das muss gemacht werden, so. Das muss nicht gemacht werden. Doch. Nein. Es reicht, wenn einer es zum Boss-Level schafft. Warte, wo ist das ungefähr? Ich gehe mal gerade ein bisschen weiter weg, damit wir das sehen können, wo das Boss-Level ist. Okay. Da unten ist grün. Ach, wie schön. Stopp, pass auf. Da ist es. Da musst du hoch. Wie soll ich das denn abschätzen? Ja, bist drin, super. Ja, gut gemacht. Haha, schau an! Ich bin super. Gut gemacht. So. Weißt du, doch, wir haben das schon mal gespielt. Wir waren hier schon mal drin. Gut, vielleicht waren wir doch so weit, ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, wir waren hier drin, aber wir hatten nicht so viele Sterne wie jetzt. Gut, das kann sein, weil das damals eben nicht ging. Ja, genau. Aber ich erinnere mich, diese Welt hatte unfassbar tolle Grafiken. Und vor allem sieht man hier nochmal gerade, wie schlecht Skelux dabei ist, wenn er Leute daran hindern will, eben da hochzukommen. Hierbei... Ach, warte. Ja, was? Ja, bestimmte Leute hindert er schon daran. Das ist mal die andere Wand. Welche andere Wand? Die hier. Nee, nicht mit so einem Sprung. Da die Wand, hat die Wand schief gemacht, damit man da keinen Wandsprung machen kann. Ja, wie denn dann? Kein Selbstsprung, ganz normaler Sprung. Ein bisschen tiefer noch, siehst du? Und dann kommt man da hoch. Nein. Doch, kommt man. Siehst du? Wow. Okay, wir machen jetzt, ganz einfache Strategie. Also ich denke, dass es wir brauchen werden, ja? Oh, was ist das denn? Lass mich erstmal hier kurz durchlaufen, dann erkläre ich dir den weiteren Prozess. Warum bin ich runtergelaufen? Menschenskinder, leck mich doch. Okay, wir nehmen... Wasser. Gut, wir nehmen den Vordereingang. Nein. Komm. Ah, warte. Ich dachte, dass in dieser Richtung das... Das war ja sehr professionell, Ruben. Ich dachte, dass es in diese Richtung hochgehen würde. Ich mag diesen Sprung nicht. War doch schön. So geht das. Also gut, warte, Münzen. Stopp, genau. Nein, nicht alle nehmen. Nein, wir brauchen nur noch... Wir brauchen die Münzen dann noch, wenn einer davon dann gleich Feuerschaden nimmt. Durch die Lava, egal, warte mal. Da wird mit Sicherheit keiner Feuerschaden nehmen, weil was glaubst du, wer wir sind? Wir sind die Profis schlechthin. Oh, ich mag diese Grafiken echt gerne. Die sind super. Ich habe Angst. Sie sind zwar nicht für ein 3D-Spielchen programmiert worden. Schlecht. Sie sind zwar nicht für ein 3D-Spiel konzipiert worden, aber dafür sehen sie sehr gut aus. Warum 3D so und so. Muss dieses Spiel es für lustig finden, seine dämlichen Totenköpfe in die andere Richtung zu befördern? Warum macht man das? Du bist einfach schlecht, Rufen. Schieb es nicht auf das Spiel. Es wäre tausendmal einfacher, wenn ich versuchen würde, was rüber zu springen und dann halt ein bisschen Schaden in Kauf nehmen würde. Geh doch mal den legalen Weg.
nein, der dauert Ewigkeiten. Quatsch! Doch, natürlich. So, jetzt gehen wir wieder den tollen Weg. Ach komm, da eben nicht. Das dauert Ewigkeiten, immer durch die Röhre, zu gehen. Ich wollte aber den Zuschauern Action bringen. Und mir fällt auf, ich habe mein Fenster offen und es wird langsam kalt hier draußen, aber egal. Dann mach's Fenster zu. Nein, ich will mich jetzt nicht bewegen. Nicht im Let's Play, das kommt unprofessionell. Ich glaube, es kommen gleich Menschen zu mir rein. Meinst du? Hab ich so im Gefühl, ja. Machst du das? Ja, sehr gut. Nein, nicht dahin. ja. Du schaffst das schon irgendwann. Ja, das ist, glaube ich, auch. Ich vertraue ja meinen Skills. Aha. Ich schaff das. Verdammt. Nochmal. Ah. Das ist echt hart rufen. Das kannst du mir glauben. Naja, ich bin schon oben. Verdammt. Ah. Die Kamera ist schuld, wie immer. Nein. Nein, Mann. Wir haben es bald. Das ist eine harte Aufgabe. Oh. Oh, Mann. Verdammt. Oh Mann, scheiße. Verdammt. Mann. Versuchst du gerade die Displays mit irgendwelchen Kiddies nachzuahmen? Nein. Nein, das war das Commentary war so gewollt. Warte, stopp, warte ganz kurz. Warum? Toll, warum? Wir warum? Wir sterben. Geh zurück und hol die Münzen einfach. Okay. Ach genau, sie kommen dann nicht, weil du es... Ich frag nicht, woher wir die Münzen haben. Die Karten, die liegen da. Ich akzeptiere es einfach, aber sie erschienen in diesem Ding-Ding-Ding-Ding-Rhythmus. Als wärst du irgendwie im Wasser gewesen. Aber egal. Sobald ich ohne Schaden darüber bin, kannst du nämlich auch ohne Schaden einfach darüber gehen. Ahaha, ganz sicher, bist du dir da sicher? Also nein, du darfst Schaden nehmen, meine ich, weil wenn ich keinen Schaden genommen habe, haben wir eben die Möglichkeit... Ach, wunderbar. Ja, okay, das ist in Ordnung. Wow. Ich wäre dafür, dass du diese Stage machst, sie ist zu schwer für mich. Sie ist zu offen. Hier sind so viele Möglichkeiten, hier sind so viele Wege. Das kann ich als... Mensch, der straightforward Zeug mag, nicht akzeptieren. Da ist ein Stern, was? Naja. Das ist doch unmenschlich. Naja, es geht. Unmenschlich. Ich weiß nur gerade nicht, ob diese Stacheln wehtun oder einfach nur da sind. Die sind einfach nur da. Warum denn noch sonst? Was denn noch sonst? Geil, ich habe jetzt folgende Idee. Nein, du willst nicht wieder zwei Sterne auf einmal einsammeln. Nein, oder? Ich will den Stern holen und zum Boss gehen. Was? Drück R. Oh Gott. Wenn du stirbst, spring ich her, dann haben wir den Stern auf jeden Fall. Okay, andere Richtung. Dahin? Genau. Hier? Genau. Ich will das einfach nicht. Eine Beisprunggruppe ersetzen und dann mit dem den Feuerschaden kassieren und dann eben... Okay. Geh den normalen Weg rufen. Okay. Ich bin begeistert, das muss ich gerade wirklich sagen. Ich bin begeistert. Warum? Ich bin eben gut, ich weiß eben, was hier geht. Was nicht. Ich bin wirklich begeistert. Okay, jetzt warte, da, die kommen gleich auf dich zu. Oh, oder doch nicht. Tun sie nicht. Ich bin Luigi. Ach genau, stimmt, ja. Aber geh da nicht rein. Stopp, erstmal hol dir die Münzen aus der Box da. Und jetzt wart kurz. Stopp. Okay. Ich springe jetzt. Halte R gedrückt. Ich springe jetzt, dann gehst du dir zum Boss hin, okay? Wann denn? Jetzt. Ha! Okay. Gott. Hat das geklappt? Ja, wir haben 20 Sterne, wir haben einen mehr. Oh Gott. Das ist ja grauenvoll schlecht. So, okay, auf zum Boss. Das ist schwer für mich. Okay. Vergiss die Kerle, das ist der Boss. Oh. Töte ihn, du bist Luigi, er interessiert sich nicht für dich. Okay, aber jetzt schon. Stopp, verdammt, ich sterbe. Nein! Wir hätten es fast geschafft.
Ich hab vergessen, dass es sich doch für dich interessiert. Na egal. Nein. Ja, wenn du. Stimmt, wenn das ist eine Idee. Ich bleib mal am Anfang stehen und du machst das. Ach bitte. Ja. Nein! Doch. Los, auf geht's! Als wir das normale Super Mario 64 Multiplayer gespielt haben, wolltest du nie, dass es Buffers Action gibt. Du bist ja jetzt viel besser geworden. Du kannst jetzt spielen hier. Ernsthaft? Ja, du kannst jetzt spielen. Ist das dein Ernst? Ja, du bist besser geworden. Du hast das gelernt. Wow. Guck mal, die bringt es sogar selbst um. Achso, der, wow. Der Schlüssel kam automatisch zu mir. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Oh, ein Remix-Castle. Okay, gibt's ja noch rote Münzen? Nein, Gott sei Dank nicht. Oh, wie schade. Oder halt, warte, gibt's die? Nee, nein, nein, in diesem Hack gibt's keine roten Münzen in dem Bowser-Level, glaube ich. Ach, wie doof. Ich mach's ja das doch gerne, die roten Münzen. Komm mal her, wir machen jetzt was. Oh Gott. Ich werde jetzt hier, stopp, ich werde das machen. Du gehst da hoch. Das kann man nicht vergessen. Das sah doch gut aus. Das war sehr erfolgreich. Fast so wie Markus Lanz mit seiner Talkshow. Sollte aufhören, über Markus Lanz zu reden, oder? Sei ehrlich. Egal. So, was tust du jetzt? Oh, wie ist Siegfried hier? Das ist... Ah, Mann, das war falsch, verdammt. Was war das jetzt? Das war die falsche Abbiegung. Wow. Noch einmal. Wir wissen die richtige... Das war die falsche Abbiegung, Entschuldigung. Das war sehr effizient. Nein, warte. Ich brauch dich nicht. Nein. Du brauchst mich rufen. Du weißt es doch, du bist von meinem großartigen Spiel, ist dir vollkommen abhängig. Ah, verdammt. Bist du hier, du bist einfach abhängig. Okay, geh hoch. Drück R und lauf so weiter. Du willst da vorne rechts abbiegen, geradeaus ist falsch. Okay. Und da dann links. Ernsthaft? Ja. Oh. Da ist ein Tod nämlich. Ich will mit ihm sprechen. Ich bin hier der sich mit den Mobs verträgt. Nein! Ja, er hat einen Stern für uns, aber nur. Oh, wie nett er ist. Ich danke dir wirklich, Toad, von ganzem Herzen. Das haben wir nicht mehr gespeichert. Ja, wieso sollten wir auch speichern? Egal, zumindest war das alles, was man da machen kann. Es sind wir denn auch. Okay, was tun wir jetzt? Wir gehen in eine Welt, die wir jetzt noch austesten müssen, bevor wir ganz sicher gehen können, dass wir alles 100% spielen können. Austesten, okay. Was für eine Welt meinst du denn? Meinst du die mit den unsichtbaren Bowser-Typen? Nein, nein, die funktioniert auf jeden Fall. Das steht außer Frage. Okay. Komm einfach hoch. Ah, ist so schwer. Ah, danke. Noch nicht reingehen in die Röhre da. Ich will erst darauf gehen. Das ist anscheinend schwerer, als ich gedacht habe. Sieht super aus. So. Okay, geh weiter rüber in den Block. Ah, so. Ein Leben. Und hier, hol's dir. Dafür haben wir jetzt echt diese derbe Aktion gestartet. Ja. Oh nein. So, wenn dieses Level funktioniert, dann können wir dieses Spiel durchspielen. Wo warst du da? Was? Ich bin unter Wasser. Oh, ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe hier die Musik gelobt damals. Die kommt aus einem... Die Musik haben wir aber nicht lange gehört. Das Spiel hat sich sehr schnell aufgehangen hier. Die Musik kommt aus Kirby Nightmare in Dreamland. So, und auch bist du durch. So. Ja. Jetzt müssen wir noch irgendwas sehen. Ja. Ja. Super. Aha. Wo bin ich? Stopp. Ah, da bin ich. Ah, nein! Die Kamera war so gut. Ich weiß nicht wieso, aber ich bekomme gerade irgendwie Lust auf Kirby Air Ride. Ah, Gott sei Dank. Das müssen wir unbedingt im Sommer spielen. Oh nein, ich bin wieder rausgegangen. Oh, okay. Warte, stopp, dann. Warte, ich komm wieder rein. Moment.
Rufen? Ja. Ich werde dich im Sommer zu Kirby Air Ride nötigen. Von mir aus, ich hab's ja schon auf meiner Festplatte. Es ist doch toll, das Spiel. Ich mag es, ich liebe es. Ja, es ist ja auch toll. Es ist super. Okay, dann gibt's im Sommer ein Let's Random Kirby Air Ride. Oder so. Es ist so toll, wie man einfach da reinkommt. Ja, das ist sehr gut gemacht. Auf jeden Fall, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen in die Richtung, die du gerade schaust, schwimmen. Okay, oh, hier sind Synchronschwimmen. Die Wasserratte und der Noob. Ah, gut, wir haben es geschafft. Dramatik hier. Ja, man kann da irgendwie unter die Welt lischen, das ist ganz lustig und so. Okay, das ist sehr lustig. Lass einfach die Münzen sammeln hier und weitergehen. Okay, wo geht's nun hin? Ja, das ist eine gute Idee. Wir schwimmen einfach mal ein bisschen rum. Wir gehen da unten ins Wasser einfach rein. Da ins Loch. Im Boden da. Ich hasse Wasserwelten. Ich doch auch, aber egal, den machen sie trotzdem jetzt. Ich hasse Wasserwelten. Ich hasse auch Wasserlevel. Das ist vor allem unter Wasser, das ist ja noch schlimmer. Unter Wasser ist auch Gott. Weil ich will es probieren. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Okay. Ich will gucken, ob ich die da reinschieben kann oder ob einen anderen reinschieben kann. Nein. Komm schon, wir schaffen das. Einer geht hier rein. Sowas funktioniert nicht, Ruf. Doch, das klappt, denn das klappt. Denn dieser Hack ist gut gemacht von dem Ersteller. Namens Skelux. Naja, so ist das. Okay, gut, es geht nicht. Ich hab's eingesehen. Siehst du, hier, ich wusste, dass ich recht habe. Mann. Okay, was ist das da? Das sieht aus wie ein Strohhalm. Ja, das soll Korallen darstellen. Oh, das sind aber sehr schöne Korallen. Aber ja, da die Welt funktioniert, kann man davon ausgehen, dass man das Spiel durchspielen kann. Oh nein! Gute Trauer macht dich breit. Sammy jedenfalls. Das war schwer, oder? Oh ja, das war wirklich sehr anfordernd. Das war sehr schön. Okay, wo geht's jetzt hin? Ja, jetzt machen wir das nochmal. Ernsthaft, nicht nochmal. Das geht am schnellsten, sonst musst du einen ellenlangen Weg runterschwimmen. Okay. Ah, da. Ja! Da. Oh super, die Sicht ist sogar gut. Sicher? Ja, die ist gut, die Sicht. Komm, folge mir. Ganz sicher? Folge mir. Bist du dir jetzt 100% sicher? Ich bin mir mehr als 100% sicher. Ich bin 99% sicher. Oh, what? Ah, super, ich bin da unten. Problem ist, der Stern ist nicht da. Normalerweise ist ja nicht ein Stern, der ist irgendwie gerade nicht da. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Was tust du da unten? Warum bist du dann da? Dann drück du mal R und mach du das halt dann. Wo soll ich hin? Schön ein bisschen rum und suche Sterne. Okay, das kann ich ja gut. Ich bin zumindest dort gefahren, ich komme da nicht mehr raus. Ernsthaft? Ja, ja. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ja, da nach rechts, aber nicht in das Loch da. Einfach weiter. Gott. Der Strudel tötet dich. Die Boxen nicht, aber die Boxen sollen zeigen, da sind Bomben, die töten dich gerne. Oh, gefährlich. Die sind auch aus SMB, oder? Diese Boxen. Aus diesem Spiel ist alles aus SMB oder Paper Mario. Cool. Muss ich da rein? Ja, das ist richtig. Okay. Einfach hoch. Das erinnert mich an dieses wunderschöne 120-Star-Video, wo der mit dem Schwimmpart, der so intensiv war. Oh ja. So. Drück R, bitte. Was du hier machen kannst, ist, du kannst die Kanone aktivieren, das ist eine gute Idee. Nein! Keine Angst. Ich will nicht mit der Kanone spielen. Die Kanone ist in diesem Level sogar einfach. Ich hasse die Kanone. Sie ist aber hier einfach bedienbar. Ich hasse die Kanone. Schau mal, wie einfach man sie... Das ist echt schwer rufen. Das ist anfordernd hier. Das ist nur schwer. Für mich ist alles sehr schwer. So. Die Sternwarte. Auf zur Bombe. Die Sternwarte war total unnötig. Die war zur Sicherheit dort. Ich sprich nicht mit dir. Ich glaube, das sieht daran, dass ich im Wasser bin. Ja, das glaube ich auch. Moment. Ich bin zwar unten gefahren, aber vielleicht komme ich halt doch raus. Genau, du bist. Wie gesagt, normalerweise ist ja ein Stern drin, den man holen kann, aber da taucht nur, wenn man die Mission macht. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Diese Frage will ich mir nicht beantworten. Das hat spieltechnische Gründe. Ach super, ich komme raus, okay. Und warum dachtest du kommst da nicht raus? Keine Ahnung, hatte ich so eine Erinnerung. Deine Erinnerungen sind schlecht, Ruf.
Du leidest an Alzheimer. Ja, das definitiv. Auch. Oh, da ist ein Stern. Ja, das, der in dem Schiff spawnt der rote Münzstern. Das ist ein Stern. Pass mal auf, dass sich der Strudel nicht einsaugt. Das sollte nicht passieren. Gibt's ja auch den Aal? Nee, leider nicht. Oh, wie kein einziger Hacker in der Weltgeschichte hat den Aal bisher wiederverwertet. Warum nicht? Ich weiß nicht, will einfach keiner. Oh, der Aal ist doch so cool. Falls jetzt spricht er mit mir. Falls irgendein ambitionierter Hacker dieses Video sieht, bitte baut den Aal in einem Hack ein. Das habe ich auch schon oft genug erwähnt, aber es macht keiner. Aber die Worte von Sir Buffett haben mehr Gewicht als deine. So, wo bist du denn? Da. Hallo. Wunderbar. Warte, ich brauche eine Goomba-Killcam. Das ist mir gerade sehr wichtig, das liegt mir gerade sehr am Herzen. Und weil es so lange keine mehr gab, eine zweite. So. Ja! Wir zielen jetzt gerade... Okay. Ah, fast. Du willst da oben hin. Sieht gut aus. Hat fast funktioniert. Aber okay, das sieht gar nicht mal so schwierig aus. Irgendwie fliege ich immer sehr interessant. Darf man das so nennen? Interessant? Ja, das passt schon. Okay. Irgendwie ist das Prinzip der Kanone immer noch nicht in mein Fleisch und Blut übergegangen. Aber egal. Diese Kanone ist ja auch immer noch grottig. Ah, das ist fast. Immerhin bin ich auf dem Balken gelandet, ja. Das hat aber nichts zu sagen. Doch. Ah, danke schön, endlich. Au. Okay, so dann machen wir das mal jetzt. Oh. Was ein Hacker. Das ist jetzt aber ziemlich einfach so. Ah, okay. Was ein Hacker. Nebenbei, man kann ja trotzdem auch so ein bisschen cheaten, weil... Ah, oh, okay. Das ist lame. Von wegen lame. Lame ist lame, aber nicht ich. Wie böse du bist. Sie wird sich dieses Video eh nie angucken. Doch, ich sende es. Dann zeigt er dich so, an. Weil jetzt du, pass auf, jetzt dürfen wir das Allercoolste dieses Spiel machen. Oh nein. Heißt dich zu töten? Wir dürfen Boot fahren. Oh ja. Und das Boot fährt erst los, wenn ich drauf bin. Ich brauche einen Song. Irgendwas mit einem Drunken Sailor. Das Boot! Keine Angst, ich bin ja da. Ich habe Angst. Ich glaube, ich werde seekrank. Wir müssen nur aufpassen, dass die uns nichts antun. Mir tun sie rein aus Prinzip nichts an. Die halten mich nicht für eine Gefahr. Und das weiß man. Boot fahren. Warum? Warum fährt dieses Boot automatisch? Ich möchte ein Paddel haben. Das müsste wie ein Sandschein sein. Aber hier hat man keine komische Spritzpistole. Dann eben mit Schlagen, so. Im Wasser? Ja. Wow. Das sieht sehr, sehr schön aus. Egal, das bewegt sich ja und macht, was es machen soll. Warum sind hier keine dynamischen Fische? Die kämen hier sehr gut. So, pass doch auf. Keine Angst. Passiert denn? Feuer ist gefährlich. Spiel nicht mit dem Feuer. Oh, war das cool. So cool, dass ich es nie wieder im Leben machen möchte. Dieses Boot ist halt wirklich einwandfrei. Ja. Vor allem war diese Mission so spannend. Es ist so viel passiert. Man braucht das Boot nebenbei nicht einmal. Warum sind wir damit gefahren? Ach so, aber weil das hat Spaß gemacht. Einfach weil es geht, oder was? Ich muss gerade überlegen, was das für ein Stern war. Präzisionsschwimmen. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll hier. Schwimmen. Na, was soll's? Präzise. Am meisten Spaß machen ja die 100 Münzsterne in solchen Welten. Naja, klar, die sind ja sehr lustig. Alleine bei dem Gedanken daran schlafe ich bald ein. Oh super, ich bin richtig. Oh verdammt.
Ah, okay. Ach du heilige Kacke. Da wollte ich vorhin nämlich rein, deswegen, wegen dem Stern da. Heilige Mutter von Buffels. Das ist ja, boah. Na, das war sogar richtig. Wow, das war gut. Okay, komm jetzt, den nimmst du. Ich hoffe es nicht. Oh doch, warum? Münzen werden langweilig. Och Mann. Also gut, suchen wir Münzen in diesem Level. Wo gibt's hier Münzen? Da ist eine Münze, glaube ich. Das ist doch ein schöner Abschluss von Part. Na wunderbar. Ja, wenn schon, dann die ganze Welt, aber. So. Ich finde die Musik im Übrigen immer noch sehr schön. Die Musik erhielte von mir ein Plus 1, wäre sie auf Google Plus geteilt. Das soll was heißen. Mann. Jetzt hol doch mal die Mütze. Hab ich doch, Mann. Mann. Frau. Wir wollen ja nicht diskriminiert werden. Ja, ja, okay. Also soll ich dich Frau nennen und du mich Mann, oder wie? Nee, andersrum. Ach komm. Nein, wir nennen uns einfach... Geschlechtsneutral. Mensch. Twitter. Nein, bitte nicht. Homo sapiens. Ich könnte an dieser Stelle etwas erwähnen, aber nebenbei dieses... Oh, der... Achtung, der Fisch! Ah. Der macht wirklich Schaden, berühre ihn nicht. Ich wollte es aber ausprobieren. Okay, was könntest du erwähnen? Ich könnte erwähnen, wie man Twitter falsch eingeben kann, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich lasse es lieber. Doch, 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 wir können es erwähnen. Nein, bitte, wenn man statt Twitter eingibt, dann gerät man, wie es scheint, auf eine Partnerbörse für, ne? Ja. Okay, widmen wir uns dem aktuellen Thema. Eine Muschel wird, wartet darauf von Rufen. Ah, hast es dann vergessen, dass wir sterben hier nur unnötig. Geh weg da. Okay. Was tun wir jetzt? Wieder hochschwimmen, genau. Genau. Was auch sonst? Oh Gott. Achtung, da ist ein Grashüpfer. Das ist eigentlich ein Wasserläufer. Das ist ein Grashüpfer. Pass auf! Ah gut, okay, du brauchst nicht aufpassen, aber ich muss aufpassen. Genau. Achtung, da ist ein Goomba. Er ist mich fast getötet. Wir wollen die ja. Richtung erstmal noch. Na gut. Achtung, hier sind Säulen. Geben Sie acht. Krass, musst du dir nichts machen. Was ist hier drin? Da ist Münzen. Ein Bild drin, das sagt, wo der sechste Stern hinkommt. Okay, wo? Da. What? Was heißen die Punkte da? Das erkläre ich dir später, okay? Okay. Komm einfach. Ich komm ja schon. Gut. Und was ist da drin? Das ist eine Metallkappe. Aha. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben keine Münze verpasst. Ach, selbst wenn, ist doch egal. Oh, wir haben nicht mal, wir haben doch nicht mal 50 Münzen. Das ist ja grauenvoll. Ey, jetzt kommt aber das Highlight schlechthin. Oh Gott, ehrlich. Wie sind diese Münzen verteilt? Sehr schlecht. Das hatte ich nicht mal so schlecht in Erinnerung. Doch, es ist aber sehr schlecht, Rufen. Wenn Buffels das sagt, stimmt das. Komm einfach. Nein, oh Gott, komm schon, ehrlich. Ja. Jetzt werde ich wieder eine Nachricht bekommen, wenn ich erstmal das Wasser wieder verlasse hier. Ist doch schön. Dann verlasse eben nicht das Wasser. Ja, super Sicht. Ah, die Münzen. Ist fast so durchsichtig wie die deutsche Politik. Ja, ich muss ja natürlich mal ein paar politische Sprüche ablassen. Wer bist du? Stefan Raab? Nein! Mein zweiter Name ist Gesellschaftskritik oder so. Oh, Achtung, hier sind Minen. Die schießen auf einen. Ja, Minen, die auf einen schießen, das ist ungefähr so. Das sind mal echte Bösewichte. Oh ja. Warum wurden wir soeben wieder HP geheilt? Wegen Münzen. Nein, das war davor, bevor wir sie eingesammelt haben. Vielleicht. Da bin ich überzeugt von. Das ist ein Geist, das ist Dämon. Vielleicht ist hier Luft unter Wasser oder sowas. Keine Ahnung. Ich hole die. Oh Gott, ich hab Angst. Wo bist du eigentlich? Ja, da. Komm. Ich komm ja.
Ich bin auf dem Weg. Wäre nicht mal schlecht, wenn du... Naja, du weißt schon, was du rührst. In so einem Strudel lande. Ja, das wäre nicht gut. Warte mal, ich hol die letzte rote Münze. Die letzte? Ne, die Münze, bevor wir 100 Münzen haben. Au. Warte, ist es nicht unpraktisch, wenn du sie hier sammelst? Nee, das passt schon. Oh Gott. Ich hatte Angst um meine Kinder. Um meine Kinder. Um meine Kinder. Ich habe für eine Familie zu sorgen und du setzt es einfach alles so leichtsinnig aufs Spiel rufen. Das kann ich nicht haben. Pass auf. Ich passe ja schon auf, wo bist du überhaupt? Da bist du ja. Da. Komm, wir müssen noch mehr rote Münzen holen. Oh Gott, wo sind die? Da sind die zum Beispiel. Oh, da sind Fische. Münzen. Aber die Fische meinte ich nicht einmal. Aber das sind trotzdem Fische. Oh. Da ist also noch eine rote Münze. Ja, die ist aber, das ist nicht mal die Liste, aber egal, holen sie schon mal. Ja, warte mal, ich brauche klare Sicht. Ah, klare Sicht. Klare Sicht der Klarheit. Ach Gott. Bleib mal gerade, oder? Okay. Das hätte ich auch vorgeschlagen. Ich als professioneller Spieler. Nee, weil da hinten der wird jetzt die rote Münze gleich, der Stern gleich spawnen und ich will aber jetzt durch die letzte Münze. Das ist die vorletzte. Oh. Die letzte ist über woanders halt. Die habe ich gleich. Okay, dann währenddessen steht der Pro mal auf und schließt sein Fenster, wie es lautstark zu hören sein wird. Ungefähr so. Egal, du musst jetzt arbeiten. Warte. Der Stern ist da. Ah, so. Wieder hinsetzen. Harte körperliche Arbeit hier während des Let's Plays. Okay. Da sagt doch jemand, Let's Play sei keine Arbeit. Es gibt Leute, die leben davon. Vom Fenster schließen. So, geschafft. Wir haben 69 Münzen. Ein, bitte. Und, so, was nun? Letzter Stern von der Welt. Oh, es gibt noch einen. Ja, noch einen. Die X Max the Point oder sowas, keine Ahnung. Oh Gott, sind das nicht die Dinger, die ich eh nicht aktivieren kann? Nee. Den Stern könntest sogar du holen. Ja, Kumba! Erklär mir, was es mit diesen Punkten auf sich hat. Also du hast ja eben diese Karte gesehen. Das ist ein spezieller Raum mit diesem Level und bei diesem X ist der Stern eben. Okay. Ja, super. Da gehen wir jetzt hin und hol den Stern. Ich beweg mich ja schon, der ist jetzt noch nicht. Da ist der Fisch. Der Fisch ist im Übrigen sehr gefährlich. Der Fisch ist nicht gefährlich. Doch ist er. Naja. Stell das nicht in Frage. Ja, was? Stell das nicht in Frage, dass dieser Fisch gefährlich ist. So, der Stern sollte ungefähr hier sein. Was? Da ist er, ja. Was? Ja, da ist er. Okay. Coole Sache. Ja, wir haben 70 Sterne. Yay. Und damit... was würde der liebe Danny Burnett jetzt sagen? Fehlt es überhaupt? Danny Burnett! Danny Burnett! Ich hab überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Der coole Call of Duty YouTuber mit dem Snickers-Eis. Was mit dem Snickers-Eis? Ja, Snickers-Eis. Egal, nächste Woche finden wir heraus, was es mit unsichtbarem Bowser auf sich hat. Danny Burnett würde jetzt sagen... So Leute, das war mein Video und deswegen also Daumen hoch und abonnieren und teilen und mich unterstützen. Und tschüss. Okay, tschüss.